Ich liebe Zelten, Bert. Ich liebe es. Mhm. Ich auch, Ernie. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Bert. Und jetzt schön schlafen. Hörst du das auch, Bert? Hörst du das? Nein, Ernie. Hörst du das? Psst, schlaf jetzt. Das ist eine Mücke, Bert. Ernie, ich bin müde. Das ist wirklich eine Mücke, Bert. Sie wird uns vielleicht stechen. Och, die Mücke ist draußen, Ernie, und wir sind drinnen. Hier sind wir sicher. Sicher, Bert? Ganz sicher. Das Zelt ist zu und wir sind drinnen. Die Mücke kann nicht rein. Ja, wir sind drin. Bert, ist die Mücke auch wirklich draußen? Ich schau lieber mal nach. Die Mücke, sie ist hier draußen, Bert. Ich kann sie hören. Schön, Ernie. Komm wieder rein. Aber ich kann sie von hier drin gar nicht sehen. Ach, es ist Nacht, Ernie. Natürlich kannst du sie nicht sehen. Stimmt, Bert. Es ist wirklich sehr dunkel. Aber ich muss unbedingt wissen, ob sie wirklich draußen ist. Ernie, was machst du da? Hab's schon. Du kannst jetzt weiterschlafen. Ach, Ernie! Bert, ich gehe jetzt raus. Wenn du mich suchst, ich bin vor dem Zelt. Ich bin jetzt draußen, Bert. Ja. Mücke. Oh, da ist sie ja. Bert, sie ist hier draußen. Ernie, komm wieder rein. Sofort, Bert. Bert, ich sehe sie nicht mehr. Sie ist nicht mehr hier draußen, Bert. Die Mücke ist hier, Ernie, drinnen im Zelt. Warum das denn? Ach, weil du die Lampe angemacht und das Zelt aufgemacht hast. Oh, schau mal, da ist sie. Sie fliegt wieder raus. Ja, aber was hat sie denn hier gemacht? Was denn, Ernie? Was ist? Da, du hast einen riesigen Mückenstich, Bert. Sie hat mich gestochen. Ernie, sie hat mich gestochen. Ja, das tut mir wirklich sehr leid für dich, Bert. Weißt du, Bert, man soll da nicht kratzen. Das ist gar nicht gut. Aber jedenfalls wissen wir jetzt, die Mücke war wirklich nicht in unserem Zelt. Sie kam von draußen, Bert. So. Gute Nacht, Bert. Könntest du vielleicht etwas leiser kratzen, Bert? Ich kann so nicht schlafen. Leiser, Bert.